Ja, ich hatte ja gehört, was für ein Parallelworkshop stattfindet und habe gedacht, oh, da haben wir vielleicht nur eine Handvoll Leute, aber es ist doch viel da. Schön, schön, dass ihr da seid. Und ja, ich würde gern ein bisschen was erzählen, mich nochmal vorstellen und dann fände ich schön, wenn jeder kurz was zu sich sagt und vielleicht sagt, ob ihr schon mal eine Reise gemacht habt oder was euch jetzt interessiert. Und dann gehen wir zum Teil der Reise über, machen die Reise und tauschen es dann aus. Genau, okay. Also ich persönlich, Susanne Kunz ist mein Name und ich habe mal eine Weile in Irland gewohnt und habe dort die Feen entdeckt, die Feenwelt, die ja dort noch sehr aktiv ist und viele Menschen auch noch dran glauben und habe den so den Weg in die Anderswelt immer mehr gefunden und hat mich auch, seit ich Mitte 20 bin, fasziniert. Und glaube, ich versuche so in den Jahren seitdem zu schauen, wie kann es auch gelebt werden und nicht als eine Flucht, sondern wie kann es im Alltag auch Platz finden und wie kann man es auch teilen miteinander. Und genau, und an dem Punkt bin ich jetzt und finde das auch schön heute mit euch. Das ist für mich jetzt auch eine Premiere mit so vielen Leuten. Und mache das auch mit Kindern. Ist auch total schön. Ja, genau, der Schamanismus, wer es noch nicht weiß, ist eine ganz alte Tradition. Die gibt es schon 10.000 von Jahren. Es gab immer einen Schaman, mindestens einen, der Krankheiten behandelt hat auf der seelischen Ursache oder das Wetter oder Rituale gemacht hat. Und das sind alles Sachen, die sind wichtig in der heutigen Zeit, dass wir das wieder entwickeln und uns erinnern und jeder für sich den Zugang wieder findet zur Natur und auch zur größeren Weltenseele, mit der wir ja sowieso immer verbunden sind. Und die schamanische Reise ist eine Art und Weise, um direkten Zugang zu allem, was ist, zu bekommen. Also es ist wie eine direkte Verbindung zu dem Göttlichen auf einer ganz persönlichen Ebene. Und dadurch kann man für sich selber Informationen bekommen und Heilung kann für die Psyche stattfinden und wir fühlen uns wieder mehr verbunden mit dem ganzen großen Ganzen. Ja.